Barrierefreiheit am Bahnhof Wahren-Müritz. Seit Jahren wird darum gerungen. Nun kommt das Thema zu einem Ende. Die Fördermittel sind bewilligt. 2,2 Millionen Euro steuert das Land aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, kurz EFRE, zum barrierefreien Umbau der Bahnhofszugänge bei. Gesamtkosten 4,4 Millionen Euro. Ursprünglich sollte der barrierefreie Zugang zu den Gleisanlagen bereits im Zuge der Aufwertung des Bahnhofsumfelds gegeben sein. EFRE-Mittel flossen bereits in die von 2010 bis 2014 realisierte Neugestaltung von Plätzen, Bushaltestellen und Parkmöglichkeiten. Der Umbau der Bahnhofstunnelzugänge scheiterte damals an verschiedenen Vorstellungen. Mit ihrem Wunsch nach einer Treppen-Rampen-Kombination konnte sich die Stadt nun zumindest teilweise gegen die von der Bahn favorisierte reine Aufzugslösung durchsetzen. Zielstellung der Stadt war es immer, eine barrierefreie Lösung zu finden, die es ermöglicht, unabhängig von sozusagen technischen Lösungen die Barrierefreiheit herzustellen. Zum einen haben wir das Ziel, die Stadtteilverbindung zwischen der Nordstadt und der Altstadt hier zu schaffen und zum anderen die barrierefreie Verbindung zwischen den Bahnsteigen 2 und 3 und dem Hausbahnsteig anzubieten. Ein neues Kapitel schlägt die Stadt nordwestlich vom Bahnhof auf. Hier liegt die letzte innenstadtnahe Industriebrache. Circa 4 Hektar ehemaliges Bahnbetriebswerkgelände, das zukünftig als Gewerbegebiet genutzt werden soll. Die Stadt Wahren ließ mit Hilfe von EFRE-Fördermitteln eine Machbarkeitsstudie durchführen, um das Gebiet zu revitalisieren. Alte Hallen, Wegebefestigung, Reste von Gleisanlagen, die sich noch hier befinden, all dies wird beräumt, abgerissen und entsprechend der gültigen gesetzlichen Vorschriften dann entsorgt oder beziehungsweise einer Verwertung zugeführt, um dann im Anschluss hier eine vernünftige Verkehrsinfrastruktur hereinzulegen, sprich Straßen, Fähr- und Entsorgungsmedien und alles, was man sich üblicherweise in einem Gewerbegebiet so vorstellt. Nicht nur rund um die touristischen Hotspots an der Müritz wird gebaut, auch in Wahrens Nordstadt rollen bald die Bagger. Barrierefreier Bahnhof und Gewerbegebiet, beides sind zukunftsweisende Infrastrukturprojekte. Über die Gewerbeflächen erhalten mit dem Mecklenburger Backstuben und dem Möwe Teigwarenwerk zwei wirtschaftliche Aushängeschilder der Stadt endlich einen einfachen Zugang zur Bundesstraße. Möglich dank der Förderzuschüsse von Land und EU.